Hello, my ladies and gentlemen. Heute gibt's Nudeln und zwar Lorguitas. Lorguitas sind Nudeln aus Sardinien. Das sind Hartweizen-Grießnudeln. Die schauen aus wie Burma Bilesig oder wie Ohrringe. Ja, wir brauchen einen elastischen Teig, denn wir müssen den Teig zu schönen dünnen Schlangen machen, indem wir dann mit den Fingern zu schönen Ohrringen Nudeln formen. Ja, und meist wird das mit Tomatensauce serviert. Ich habe eine Spinatsauce gemacht. Ja, ohne viel zu reden, let's go! In dieser Schüssel habe ich 400 Gramm Hartweizengrieß. Das gebe ich jetzt so auf die Arbeitsfläche. Daraufhin öffne ich eine Mulde und hinein gebe ich 200 Gramm Wasser. Nein, dein Ernst? So, dann muss ich das zu einem Teig sammeln. So sollte das Ganze eigentlich gar nicht werden, aber wir sammeln jetzt beide Zutaten zu einem schönen Teig. Haben wir nun beide Zutaten zu einem Teig gesammelt, verkneten wir das zu einem schönen Teig und das mindestens 8 Minuten lang. Den Teig schön strecken, falten, strecken, falten. Strecken, falten. Strecken, falten, strecken, falten, strecken, falten. So, nach 8 Minuten gründlichen Kneten habe ich so einen schönen Teig. Schön smooth. Und jetzt falte ich das mal zu einer Kugel. So. Wickle das Ganze in Frischhaltefolie ein. Schön luftdicht. Und lass das für eine halbe Stunde etwas ruhen. Nach einer halben Stunde nehmen wir unseren Teig, wickeln wir aus. So, dann halbiere ich einmal den Teig. Den einen wickle ich wieder ein. So, dann fangen wir an. Nehmen den Teig. Rollen wir etwas zu einer Schlange. Und ein Ende wird immer dünner. So dünn wie möglich. So, dann haben wir es dünn genug. Dann nehmen wir uns Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Legen das am Zeigefinger an. Wickeln einmal drum. Dann wickeln wir es nochmal drum und hier drücken wir fest, zerrupfen das, so, halten hier fest und drehen hier, 1, 2, 3 und schon haben wir unsere Nudeln fertig. Das legen wir auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Boah, schon voll nice aus, ey. So, dann haben wir unsere Nudeln auf dem Blech. Jetzt können wir es jetzt gleich kochen oder etwas trocken lassen und danach einfrieren, wie auch immer. Für meine Soße nehme ich einen Behälter, in dem ich die Soße mixen kann. Gebe hinein 2 Handvoll schön gewaschene Spinat, grob die Stiele weggemacht, einen Esslöffel geriebenen Mozzarella und einen Esslöffel Parmesan, 2 Knoblauchzehen, danach 3 Esslöffel Öl. Daraufhin nehmen wir den Stabmixer und mixe das schön. Dann höre ich mit dem Mixen auf, wenn ich so eine schöne cremige Masse habe. So, dann habe ich hier reichlich kochendes Wasser. Gebe etwas Salz dazu. Danach gebe ich die Menge der Nudeln dazu, die ich kochen möchte. Und je nachdem, wie frisch die Nudeln sind oder wie trocken die sind,
desto länger oder kürzer brauchen sie. Jetzt schön weich kochen. So, hab vergessen, Pfeffer und etwas Salz mit in die Soße zu geben. Die Nudeln brauchen ungefähr 3 Minuten. Die getrockneten etwas länger. Dann schöpfe ich nach 3 Minuten ungefähr meine Nudeln aus dem Wasser. So, dann nehme ich meine Nudeln. Gebe etwas von dem Nudelwasser dazu. Dann noch was von der Soße. Dann vermische ich das. So habe ich die Nudeln gründlich mit der Soße vermischt. Dann nehme ich mir einen Teller, in dem ich das servieren möchte. Gebe das so drauf. Ein bisschen Käse hier für Kontrast. Fertig sind meine Nudeln. Richtig wunderbar. So, my ladies and gentlemen, die Nudeln sind geworden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, my ladies and gentlemen.